Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Sternberg, das ist mir nicht ganz nachvollziehbar, was Sie jetzt hier vorgetragen haben. Aber das liegt offenbar daran, dass wir über gewisse Strecken einfach die Dinge ganz anders sehen und dann aber am Ende ja beide, jedenfalls auch, für die Kultur streiten. Insofern nehme ich Ihnen sozusagen nur die Hälfte übel, aber die heute mal ganz besonders, weil ich finde, Sie machen etwas oder Sie reden etwas herunter und machen die Bedeutung kleiner von etwas, was zumindest bundesweit richtig für Aufmerksamkeit gesorgt hat, in der Szene, die das interessiert, und zwar basierend auf unserem Kulturfördergesetz, was ja bundesweit einmalig ist und was eine wirklich tolle Gelegenheit ist, sich mal zu vergegenwärtigen, was Landeskulturpolitik eigentlich konzeptionell leisten soll. 30 Paragraphen, 89 Seiten Begründung, ein Kompendium für jeden, der sich für Kulturpolitik interessiert, weil man begreift, wenn man es gelesen hat, aha, so stellt sich ein Land auf, das Landeskulturpolitik organisiert, und zwar letztlich völlig unideologisch, unabhängig davon, welche Partei dahinter eine Rolle spielt, sondern es haben eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesregierung geschrieben. Das sind in der Regel Leute, die auch dann noch arbeiten, wenn manche hier im Parlament die große Ankündigung machen, wie Sie gerade, dann kommt endlich eine neue Kulturpolitik, gar nicht mehr im Parlament sind. Dann sitzen aber die Beamtinnen und Beamten noch da und machen die Arbeit. Und die haben auch diese Arbeit gemacht. Und deshalb gilt mein erster Dank heute der Kulturabteilung unseres Ministeriums und dem Ministerium. Das sind die Leute, die über Jahre hinweg die Arbeit im Auftrag des Parlaments von uns beauftragt gemacht haben. Und ich finde, sie haben ein wirklich hervorragendes Kulturgesetz oder ein Kulturfördergesetz auf den Weg gebracht, wie es eben kein zweites gibt in der ganzen Republik. Alle Bundesländer fragen, wie macht ihr das jetzt? Es ist wirklich etwas Besonderes, und deshalb sollten wir das Kulturfördergesetz nicht kleinreden. Heute diskutieren. Dankeschön. Ja, Applaus für die Exekutive auch hier. Zum Zweiten, wir haben einen Prozess eingeleitet, Herr Kollege Sternberg, wo wir immer versucht haben, alle mitzunehmen. Das heißt, wir haben Anhörungen gemacht. Es gab im Vorfeld Anhörungen. Die Exekutive hat das Gesetz vielfach vorgelegt. Und das gleiche Verfahren wurde auch beim Kulturförderplan, über den wir heute hier diskutieren und dann auch beschließen werden, angewandt. Das heißt, immer wurde versucht, die wichtigsten Playerinnen und Player in diesem Feld mitzunehmen, mit ihnen zu diskutieren. Und das ist das besonders Spannende an diesem Prozess. Dieser Mitnahmeeffekt zahlt sich aus. Und zwar insoweit, als dass die Szene, die Menschen, die in diesem Land künstlerisch aktiv sind, Kultur und Kunst verantworten oder organisieren, die sind alle begeistert von dieser ganzen Geschichte. Die sagen durchweg, toller Prozess, sehr transparent, wir konnten oft mitreden, es ist noch nicht alles so, wie wir es gern hätten, und ein bisschen mehr Geld wäre auch gut, aber vom Prinzip her finden wir das eine tolle Anlage, und ihr habt endlich die Landeskulturpolitik konzeptionell auf einen Weg gebracht, auf dem sie vorher in dieser Form eben nicht war. Also, Kulturfördergesetz das eine, jetzt der Kulturförderplan als sozusagen eine erste Handlungsmaßgabe für die nächsten zwei Jahre. Sie haben recht, wenn Sie kritisieren, dass da drauf steht 16 bis 18, weil 16 ist de facto rum. Wir sprechen jetzt für die Jahre 17, 18. Dafür ist das festgelegt, bewusst legislaturübergreifend, damit man die Chance hat, Kontinuität zu wahren. Eine Grundanfrage immer wieder aller Kulturschaffenden. Könnt ihr uns ein bisschen zusichern, dass wir auch im Jahr danach weitermachen können mit unseren Projekten, den Dingen, die wir angefangen haben im Kulturbereich. Also insofern ist das eine, wie ich finde, tolle Anlage, und der Kulturförderplan ist deshalb interessant, weil er nicht nur im Wesentlichen Punkte enthält, die von Bedeutung sind, sondern hat auch drei Schwerpunkte, die wichtig sind, nämlich die Digitalisierung und die Kultur, die kulturelle Bildung und, was ich ganz wichtig finde, das künstlerische Schaffen an sich in den Mittelpunkt der Förderbemühungen zu stellen, also den Kreativen wirklich zu signalisieren, wenn ihr Projekte habt, wenn ihr Dinge voranbringen wollt im Land, dann sind wir über den Kulturförderplan auch eure Ansprechpartner. Und deshalb ist das also aus meiner Sicht genau das richtige Instrument. Und ich freue mich, dass wir das heute hier verabschieden können. Ein zweiter Dank geht an meinen Kollegen Andreas Bialas und an die Kolleginnen und Kollegen im SPD-Arbeitskreis. Wir haben das Ganze ja immer gemeinsam gestemmt als Koalitionsfraktion. Und ich glaube, wir können heute sagen, mit Blick auf den Abschluss der Legislatur nächsten Mai, dass wir hier für die Kulturpolitik in Nordrhein-Westfalen, aber auch darüber hinaus, wirklich einen Meilenstein gesetzt haben gemeinsam, die Roten und die Grünen. Und da möchte ich mich ausdrücklich für bedanken, dass das möglich war in der kooperativen Art, wie wir es in diesem Fachbereich miteinander gehalten haben. Und das war aus meiner Sicht nicht nur ein großer Erfolg, sondern auch eine gute Zusammenarbeit. Also, Dank an das Ministerium, Frau Ministerin Kampmann, Dank an die Kollegen der SPD, Dank an die Kolleginnen und Kollegen der Opposition, die sich eingebracht haben, wann immer sie konnten, wenn auch nicht immer nur konstruktiv. Ich glaube, wir sind auf einem guten Punkt angekommen, und deshalb bitte ich um Zustimmung zum Kulturförderplan, und genau auf Null höre ich auf. Danke.
Und dann